Ich glaube, jetzt bin ich im obersten Stockwerk. Yay! Ah, hier oben muss ich ja auch noch ein Getränk abholen, ne? Ah nein, das gibt's auf dem Dach, aber da muss ich noch ein Getränk holen. Warte mal, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das war falsch, ich wollte ins vierte runter. Geld ist es scheißegal, was man dem Wachmann dafür ein Getränk gibt. Nee, du musst ihm Tee geben, den man Prismania bekommt. Von so einer alten Dame in so einer Hütte. Das funktioniert nicht mehr wie ein Rot-Blau-Gelb. Buh, wenn die Testerburger, buh. Ja, das war eine Sache, wo man bei Feuerrot ziemlich lang hängen kann, wenn man will. Wenn man das eben nicht weiß, nicht alles erkundet. Ich find's immer noch so geil, wenn die Testerburger. Ach du Scheiße, zwei Leute, ey, haben die Junge. Lass uns Burger kaufen. Basic Cap. Und hier das, was mein gelb Jesse und James vom Anime waren, sind hier zwei ganz normale Rüpel. Boah, ich bin froh, wenn wir das ganze Rocket-Geschiss hier dann hinter uns haben, weil das nervt echt ein bisschen. So, ich habe beim Ibitag auch noch eine neue Attacke beigebracht, nämlich Returns hat schon 72% Zuneigung und es haut ganz schön rein dann verhältnismäßig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe dich auf die Idee gebracht, ne? Ich möchte mal erwähnt werden. Du wirst die ganze Zeit hier erwähnt. Konter, ich könnte ja mal. Warum wollen die alle einen Schwarzgurt oder sowas? Woher soll man sowas kriegen? Weiß nicht, sie es finden. Oh, Zermalmklaue. Find's mal. Ja, muss halt mal Poke, wie ich schnell befragen dazu. Da wird's ja schon sagen. Aquavelle hat komischerweise eine eigene Animation. Das ist sehr strange. Ja gut, vielleicht hat aber auch Aquavelle genau die gleiche Animation wie Surfer und so dann. Das glaube ich nicht. Ich habe schon gerade Surf wieder so eine Kratzer-Animation. Schaufler, Durchbruch, Geheimpower, Kugelsaat, Gigasauger, Solarstrahl, Hyperstrahl. Oh, hier kriegt man ganz schön viel. Ich brauche, glaube ich, keine Attacke. Obwohl Geheimpower wäre vielleicht ganz geil. Für Pixie statt momentan dem Duplexieb. Ja, Duplexieb sagt... Obwohl, nee, da kann ich auch die Rückkehr verwenden. Habe ich die Rückkehr schon? Alter, ich freue mich schon auf die Silphco-Nut, Alter. Die Silphco wird so hässlich. Hab ich schon die... Nein, die Rückkehr habe ich noch nicht. Dann kaufe ich sie jetzt einfach. YOLO. Obwohl, was gibt's denn hier noch für TMs? Ah, hier gibt's noch Pokéball und so. Okay. Dann kaufe ich mir jetzt Rückkehr. So, nach dem Motto YOLO's wächst weg. Genau, einmal kaufen, so, sehr schön. Dann gucken wir mal noch, was Pixie für eine Zuneigung zu uns hat. 83%, ja, das haut rein, ne? Was? Hat Pixie eine höhere Startfreundschaft? Ah nein, du ist einfach nur zu oft gestorben, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Ja gut, ne? Habe ich gesagt? Ah... Also ich muss feststellen, der andere Typ, der da noch zockt, der war deutlich langsamer als wir im Hauptquartier hier drin. Ja komm, Arbok, Psychokinese, nimm das. Säure juckt mich jetzt nicht so wirklich so sehr effektiv, aber das Koko, weil das tankt, ist gut. Bam. Ich bin richtig mies, ne? Ich kaufe mir nichts in dem Einkaufszentrum für Kosmetik. Boah, bin ich scheiße. Bin bestimmt voll das Arschloch. Jetzt denkt jeder so, Alter, wieso hast du nichts für Kosmetika? Und jetzt hier der Boss Giovanni. Ich glaube, der hat auch ein anderes Outfit bekommen hier. Ich weiß, ob es vielleicht sogar zum Teil die Bossgegner hier noch verändert haben, weil ich hatte das Gefühl, der Rivale, der war stärker als er sonst war. Könnte auch sein, dass ich das einfach falsch im Kopf habe, aber. So, ich werde jetzt erstmal den Tee hier, hier bla. Nee, den Typ haben sie definitiv nicht stärker gemacht. Level 25, das ist gar nichts, um genau zu sein. Also ich werde jetzt hier erstmal den Tee den Leuten da geben, dass die endlich zufrieden sind und ihre Klappe halten. Oh, dieser Tee, er riecht so lecker. Das macht mich geil. Hä? Oh, Kangama, shit, ey. Aber wie schön es ist, wenn bei dir das Mikro mal kurz irgendwie still ist. Das ist unfassbar. So, T-Wave.
Ach, ich liebe es, Leute. Und Megapunch hat auch seine eigene Animation bekommen, hey. Aber schon cool, zu früh im Spiel ein Stahl-Pokémon zu haben, weil im Stahl-Pokémon tankt mir einfach so unglaublich viel. So, jetzt hier Schockwelle. Weg damit kommt wahrscheinlich wieder ein Rihorn oder sowas, als was, wo wir nicht so viel gegen machen können fürs Erste. Darum wird sich dann schon unser liebes Kangama kümmern. Nicht Kangama, ich sage schon Kangama, unser liebes Kokowai kümmern. So, Bullet zieht und das war's dann. Haben wir den Kampf ja auch gewonnen, war nicht schwer. Kriegen die Sylph-Scope, aber vorher wollten wir erstmal die Arena machen, bevor wir mit der Sylph-Scope weitermachen. Oder kommt schon die stille Brücke, Leute? Oh nein. Ich glaube, Leo ist erstmal eine Zeit lang weg. Läuft Skype noch? Ich würde es ja euch gerne auch mal nachgucken, aber ich habe es wieder vergessen. Also. Geht leider nicht ganz so gut. Naja, ich gehe einfach davon aus, dass da ist. Wenn nicht, dann ist es nicht so, aber Hallo? naja. Funktioniert jetzt wirklich nicht? Jetzt bist du wieder da. Hä, wer hat meine Audio runtergedreht? Das weiß Lol, ich irgendwie hat nicht. sich mal kurz mein Audio runtergedreht. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, habt erstens ist das Kampfdojo schon kein Problem für mich, weil mit einem Simsal auf Level 30, ne? Jo, wenn es halt Und jetzt habe ich nicht weggenockt gesagt wird, aber. gehabt, ich verstehe es nicht, weil Simsala soll offiziell nach Gen 3 Genesung auf Level 30, 25 erlernen. Jetzt bin ich auf Level 31 und es erlernt jetzt Genesung. Weil du lernst den Gen 4 die Attacke. Nein, Gen 4 lernst es auf Level 30. Okay, haben es halt wahrscheinlich wirklich individuell gemacht. Das kann sein, ja. Wie dumm. Das kann sein, wie dumm. Meine erste Reaktion, wie dumm. Das ist immer gut. So, ich geh jetzt erstmal hier Ibitak schnell noch Fliegen beibringen. Wahrscheinlich haben die geguckt, welches Pokémon könnte noch welche Attacke gebrauchen haben, das dann so irgendwie, glaube ich, ein bisschen geregelt, hä? Ja, könnte ich mir gut vorstellen bei denen. Mir auch. Wird es wahrscheinlich so gewesen sein. Jo. Schwarzgurt kommt mit Macholo, ich komme mit Simsala. Ha! Für meine Arena-Duo will ich mich jetzt ungern anschlagen lassen, deswegen machen wir hier mal schnell mit Magneton und Nidoqueen den Kampf. Du hast ein Magneton. Ja, ich habe ein Magneton, das Vieh ist voll cool. Oh, das ist voll mies, das hab ich nicht. Ja, an sich habe ich kein Elektro-Pokémon. Das ist ein bisschen Kacke. Aber ansonsten ist eigentlich mein Team ganz ausgewogen. Normalerweise sagt man ja, also man braucht ein paar spezielle Typen, um gut durch das Spiel zu kommen. Was mir auf jeden Fall fehlen würde, wäre Elektro. Weil ich einfach, ich weiß nicht, aber mittlerweile lege ich sogar Wert, dass ich in meinem Team mindestens ein Normal-Pokémon habe, warum auch immer. Ja, normal Pokémon, da bin ich nicht ganz der Freund von. Ja, ich auch nicht, aber irgendwie so Pixie hat ja schon Style. Allein spielen jetzt schon hier ihre Taktiken mit Flammenwurf und Feuerfänger und so Zeug, Alter, das ist ja übermies. Echt? Ja, das ist richtig heftig. Hammer. Bist du gerade bei so einem Doppelkampf Ja. mit Galoppa und Vulnona? Ja, genau der. Oh, ich weiß sogar, welcher das ist. Das ist doch der direkt nach Prismania. Ja, genau, der Kampf kurz Boah, vor. wie geil, ist der einzige Kampf, den ich doch weiß, weil ich da in meinem Let's Play von Pokémon Blatt Grün einfach mal voll gefällt habe. Toll, und ich bin ins Pokécenter gerannt, obwohl ich da noch was machen wollte. Egal. Auf jeden Fall, das war der Beste. Kampf, bei dem habe ich, glaube ich, irgendeinen Scheißdreck geredet und habe das ab mir genau diese Stelle viermal angeguckt. Und frag mich jetzt bitte nicht warum. Weil. So. Das heißt, gerade eben der Kampf war ganz schön Interessant. nervig, weil ich ja nicht direkt einen richtigen Lead dabei hatte. Was sollen wir erstmal fliegen können, wenn wir im Alter, Arena-Kampf bist du doch auf gegebenenfalls dem auch noch Fahrrad von brauchen. hinten aus hier wie so ein Fettsack, der gerade versucht abzunehmen. Ja, das ist meine Interpretation vom Fahrradfahren. Der hell. Oh Leute, wünscht den nächsten Zeit noch so viele sinnlose Trainerkloppereien bevor.
daraus besteht aber das Spiel eigentlich. Ja, aber nicht aus sinnlosen. Also keine andere Generation hat so krass viele Trainerklopfereien wie hier, die. Das muss man schon mal festhalten. Ja, also da stehen halt einfach mal so ein paar Trainer mitten im Weg rum, ne? Ich sag nur, auf der Route, wo ich gerade eben noch war, zwischen Lavandia und Safronia, da stehen doch diese vier Trainer aneinander. Das ist so überflüssig. Ja, eben sage ich ja genau sowas meine ich. Oder ich finde, der Radweg ist auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ja, gut, ne? Kann mal passieren, muss es aber nicht. Nee, schlimmer als der Radweg stand die stille Brücke später, die ist echt hässlich. Wieso? Ich mag's, wenn du hässlich sagst. Ist echt hässlich. Hässlich! Warum ist sie so hässlich? Ich war noch nie bei der stillen Brücke. Ich habe ja so direkte Spiele noch nie durchgespielt. Weil es ja echt unendlich viele Trainer gibt. Ah. Ja, klasse. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein gutes Thema raussuchen. Ja, da müssen wir jetzt tatsächlich mal irgendwie überhaupt ein Thema raussuchen. Irgendwas. Ah ja, du musst mir dann auch noch zeigen, wie man zu den Islands kommt, weil das weiß ich auch irgendwie überhaupt nicht. Ja, das sehen wir dann. Boah, jetzt hattest du Chance, meinen Simsala kaputt zu machen, weil du einen Rasaf auf Level 36 hast. Geopurf. So, die Arena Level 23, okay, die sind echt ein bisschen niedrig vom Level, da kann Evita, glaube ich, gut reinhauen. Die Arenaleiterin da von Prismania Level 23? Nee, nicht die Arenaleiterin, die Pokémon in der Arena drin. Ah. Ich bin der Karatemeister der Pokémon Arena, bla bla, los. Ja, los. Wir ziehen ein Los. Eine Herausforderung von Schwarzgurt Junichi. Konnichiwa. So hört sich das irgendwie an, so. Konnichiwa, ich bin ein Chinese. Ja, ist ja japanisch, aber ist ja egal. Scheiß drauf. Das ist wirklich japanisch? Scheiße. Ja. Ah, das finde ich gut. Ich verwirre Kikli mit meinem Psystrahl und es haut sich selbst K.O., obwohl es bestimmt noch über 25% hatte. Oh geil, Alter, jetzt hier wieder Myrabla gespammt auf Level 21, geil. Aua, 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 aua. Aua. Ich kann die sogar mit nichts effektiven Return rausnehmen, Alter, das ist so, so, so bitter für hässlich. Die. Hässlich. Ja, hässlich ist eigentlich nur für die, aber es ist halt ein unnötiges Gespamme gerade wieder. Ich mag das ja, das System, das man ab Generation 6 Fuck, mach ich wenig Schaden. Gebracht hat. Warum mache ich so wenig Schaden? Ah, hä? Nee, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ach, egal. Das habe ich nicht verstehen müssen. Egal. Oh, die Arena-Musik haben sie interessant geremaked oder geremixed. Nein, ich möchte nicht Kikli. Wir nehmen Nocturne. So, und der, wo es noch nicht mitgekriegt hat, Nocturne wird eines unserer Team-Pokémon. Yay. Dö. Weil, ich habe mir mal so angeguckt, Parasect erlernt, soweit ich weiß, keine Kreuzschere, obwohl das hier mittlerweile, ich weiß nicht, ob es das erlernt, aber ich glaube mal nicht, weil Kreuzschere ist Gen 4 und so, ne? Ne, es gibt keine Gen 4 Attacken. Ah gut, dann erlernt es keine Kreuzschere und physische Kämpferattacken wäre dann die Zornklinge und das lohnt sich irgendwie nicht. Und physische Pflanzenattacke gibt's gar nicht, erlernt Parasect glaube ich auch nicht, aber der Gigasauger, ob man das jetzt unbedingt haben möchte, ist halt eine andere Sache. Und so haben wir jetzt auch ein physisches Pokémon, zwar ein Kikli auf Level 25, genau, dich müssen wir dann gleich noch ein bisschen trainieren, aber ja, ne, ich glaube, das wird jetzt das kleinste Problem sein. Hier gucken wir mal ganz kurz, Wesen forsch. Minus Init, schon mal geil. Ach ja. Power Punch, Agilität, Verfolgung und Tempohieb. Das kann Power Punch? Was? Also, Ja, Knopf hinter das, Ja, es wird auf Level 31, soweit ich weiß, noch interessante Attacken erlernen, mit denen wir dann auch vieles schaffen werden. Ja, ne? Da hinten ist ein Grafikbug, das ist auch immer geil. Was soll ich zuerst machen? Das Rocket-Gebäude oder das die Arena?
Das Rocket-Gebäude würde ich jetzt erstes machen, obwohl du kannst auch die Arena machen, da bist. Dann ziehst du mich vielleicht. Das ist die Pflanzenarena, ne? Ja. Genau, dann kann ich Europe noch trainieren. Dann wird Nocturne erst trainiert, wenn Dings fertig ist, wenn wir in das Rocket-Gebäude Dingsen da gehen. YOLO. We know what you mean. Oh, Ibitak schon Level 32, schon drüber über dem... Oh, eigentlich mal nur ein Pokémon, geil. Geil. Ja, ein Pokémon geht halt deutlich schneller zum Weghauen, weißt du, deshalb hat es Vorteile. So. Ja gut, bei mir ist so das Team ein bisschen mittlerweile schon ziemlich stark geworden. Ich sag nur mein Simsala auf Level 33 und mein... Hier. Ach, ich bin müde. Ah, jetzt habe ich kein Zerschneider-Pokémon mehr. Geil! Dem bringe ich mir den Zerschneider kurzfristig bei. Ja, geil. Draschel oder Glutexo? Mal überlegen. Da muss ich wirklich überlegen. Oder jetzt hier wieder eine Trainerin mit 5 Pokémon, Alter, was zur Hölle, was geht mit den Entwicklern ab? Okay. Die sind echt herzlos. Draschel. Statt der Grimasse. So. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber ich habe es glaube ich vergessen. Egal. Ach ja, mein Simsel hat Level 33, mein Glutexo Level 32 und die anderen alle 30 bis auf Nocturne, das hat 25. Ein Drache mit Level 40. Oh, ich sehe dich. Oh, das ist ein Kokowai, wie cool. Kokowai, Myrapla. Kokowai, Myrapla. Sichlor. Göre Helene. Das ist die Lene Fischer. Ich hab's doch gewusst, die gibt's ja auch. Oh je. Die schon wieder. Ja, die lässt uns auch nicht in Ruhe, ne? Nee. Wie war das mit Atemlos? Was hat's da parodiert auf Atemlos? Irgendwas war das. Ja, irgendwas mit Weihnachten. Ja, aber auf jeden Fall war furchtbar. Ja, war furchtbar, ja klar. Du weißt aber, wie das nett ist, solange ein Song im Titel steht, bekommt es mehr Klicks. Ja, schon. Bin doch klickgeil. Ja, immer doch, auf jeden Fall. Das Knopfchen hat voll das verkrüppelte Auge. So, überleg, mit wem ich jetzt hier ein Lied gehen soll, mit Arcani oder mit... Ibitak ist mir eigentlich ist ja egal, aber ich glaube, ich nehme mal Arcani. Was ich jetzt mal gucken möchte, ich nehme Ibitak. Ich wirklich auch Europe als hinter mir herziehen kann. Ja, nee, ist klar. Entweder es schwebt auf dem Boden oder es wird gleich total... Ja, es schwebt. Ja, es schwebt mit dem Schwanz nach oben, so wie immer. Oh. Was hätte ich denn gern? Oh, das sieht bestimmt mega hinter mir aus. Das... So, und Kampf gegen die Arenaleiterin. Erika, oder? Das heißt sie doch. Ja. Oh, schon wieder Gras-Typen. Hat was kriegt man als Belohnung, wenn man gegen die gewinnt? Giga-Sauger, gell? Das wäre was. Hat es hier, das hat hier 5 AP, gell? Das ist ein bisschen schlecht, ja. Wenn es 5 AP hat. Na, das ist ein bisschen ungeschickt. Ah, ich kann mich noch ganz genau an den einen mehr erinnern. Ash hat unsere Arena gerettet. Dafür bekommt er den Orden. Gut, dass ich den Quatsch nicht gesehen habe. Frauen rein. Was mal in die Arena dürfen nur Frauen rein. Was hat dann Ash Rivale damals gemacht? Weiß nicht. Ist eigentlich total unlogisch. Ist das doch geschissen. Okay, irgendwie die Arena Geschlechtsumwandlung betrieben. Die Arenaleiterin überzeugt mich bis jetzt nicht. Und jetzt kommt Tangela auf Level 24 als letztes Pokémon. Das kann nicht der Ernst sein. So? Bei Roller. Komm, hau ab, Tangela. Du kannst nix. Knofenser. Aurora-Strahl. One-Hit K.O. Knofenser, noch eins, yay. Ja, ich hab mega geiles Simsala hinter mir. Ja, ich hab ein cooles Kokowai.
Nee, ich hol sie mal ab, das nervt mich gerade für hier die ganze Aktion. So, wie kann man jetzt hier am besten Fliegen einsetzen?